Eigentlich soll das Schlafzimmer ja eine Oase der Ruhe, ein Ort für erholsamen Schlaf sein. Doch der Schein trügt, denn rund um das Bett lauern Stoffe, die krank machen können. Dazu zählen Milben, Schimmelsporen, vor allem aber Weichmacher und Lösemittel in Schlafzimmermöbeln. Die Liste der bedenklichen Substanzen ist lang. Über die Atmung oder den Hautkontakt gelangen sie während des Schlafs in den Körper. Für manche Menschen beginnt dann eine endlose Leidensgeschichte. Schweiß, Hautschuppen, Milbenkot in deutschen Betten. Hygiene sehr bedenklich. Im Holz Chemikalien, Lösungsmittel, Lacke. Die ganze Nacht über atme ich das Zeug ein. Die Folgen: Atemprobleme, Allergien, Ausschläge. Das kann zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen. Auch Gabriele Hoss-Reinhardt hat sich schleichend im Schlafzimmer vergiftet. Heute leidet die Lehrerin an einer multiplen Chemikalienunverträglichkeit. Ihr Körper reagiert schon bei geringsten Mengen. Der erste Zusammenbruch nach dem Sommerurlaub in einer Ferienwohnung. Diese Ferienwohnung, die wir dort hatten, war so im Stil der 70er Jahre mit den entsprechenden Teppichböden und Vorhängen und Plüschpolster und da habe ich ja schier nicht schnaufen können. Das war also ganz, ganz unangenehm. In ihrem Körper haben sich unterschiedliche Schwermetalle angesammelt, die nicht mehr abgebaut werden. Das Einatmen dieses Schadstoffcocktails, ganz besonders wenn das Zimmer aufgeheizt ist, ist also wirklich eine Giftinhalation. Viele Materialien haben einen penetranten Eigengeruch. Was wirklich drin ist im Schlafzimmer, wissen die wenigsten. Die Summe an Lösungsmitteln aus schlechten Baustoffen kann langfristig ungemütlich werden. Hygieneexperte Veit testet mit einem gelernten Schreiner, selbst Allergiker, die Raumluft in diesem Hotelzimmer der oberen Preisklasse. Ausdünstungen aus dem Gemisch aller Lösungsmittel in der Luft. Wir haben hier Schadstoffe in der Luft bei 1,0. Hätten wir 5,0, dann wären wir in einer Lackiererei. Besonders hoch der Formaldehyd-Wert. Formaldehyd gilt als bedenklich für Haut, Atemwege und kann Krebs begünstigen. Wir haben nach Formaldehyd gesucht, wurden fündig mit einem überraschenden Ergebnis. 5 ppm. Der Grenzwert liegt irgendwo bei 0,2. Okay. Also das ist nicht akzeptabel. Der Experte empfiehlt grundsätzlich bei jedem Hotelbesuch erstmal, wenn möglich, mindestens 5 Minuten die Fenster auf. Prinzipielle Empfehlung in den eigenen 4 Wänden? Nicht unbedingt. Die teuersten Materialien sind die besten. Die besten Materialien sind frei von Schadstoffen. Und da muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Ungesunde Ausdünstungen und hygienische Mängel. Extrem in diesem Hotel. Mit einem Schnelltest kann Veit die Anzahl der Bakterien bestimmen. Erschreckend vor allem der Teppich. Ich habe schon manchen Abstrich auf dem Gehweg auf der Straße gemacht. Das lag immer so bei 100.000. Wir haben hier ein absolutes Negativrekordergebnis. Das habe ich also vorher noch nie gehabt, außer in einem Stall. Neben Dreck und chemischen Schadstoffen können auch biologische für unruhigen Schlaf sorgen. Milbenkot, Bakterien und bis zu 1,5 Liter Schweiß pro Nacht. Aufgesaugt wie in einen Schwamm. Versifft, verschmutzt, ekelhaft. Das Innenleben einer 5 Jahre alten Matratze. 250 Gramm von diesem Dreck. Das ist ein idealer Nährboden für alles Mögliche. Ganz besonders für Schimmel. Ein Hotel irgendwo in Deutschland. Auch hier macht Veit noch einmal eine nicht repräsentative Stichprobe. Wie sauber ist diese Matratze? Das Resultat? Darauf schlafen wir. Ich habe das Zimmer bezahlt mit echtem Geld.
Ich habe nichts zurückbehalten und bekomme kostenlos dafür den Dreck geliefert. Dass dieser Dreck sogar nach dem Absaugen teilweise noch lebt, zeigt uns Veit mit seinem Mikroskop. Das ist eine Hausstaubmilbe, die ist gerade beim Abendessen. Und die nebendran warten auf Paarung. Das ist also eine ganze Gruppe. Und das können Sie beachten, um die Milben unter Kontrolle zu kriegen. Halten Sie Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur so gering wie möglich. Erneuern Sie Ihre Matratze nach maximal 10 Jahren und kaufen Sie nur Matratzen mit abnehmbaren Bezügen, die Sie bei mindestens 60 Grad waschen können. Für Allergiker gibt es inzwischen spezielle milbendichte Bezüge und Decken. Und verzichten Sie weitestgehend auf Teppichböden. Denn auch dort fühlen sich diese Tierchen ganz besonders wohl.